Entschuldigung, Leute, dass ich euch so einfach anspreche. Aber ich brauche jemanden, mit dem ich reden kann. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich fühle mich durch und durch mies und verschaukelt. Jawohl. Und wer ist schuld? Die Frau von gegenüber. Also, mein teures Weib zu Hause, mit der ich immer nur im Krieg lieg, ist sauer, wenn ich mit dem Fernglas auf die Frau schau, die jede Nacht allein und brav ins Bettchen steigt und vorher alles zeigt. Heute, als ich gerade wieder auf der Dame Bau schau und träumte, dass ich nicht den Drachen in meinem Bett hätt, schrie sie, ich weiß, warum du alter Lustmolch spannst, weil du ja sonst nicht kannst. Yeah. Daran ist nur die Frau von gegenüber schuld. Ich habe nie ins Lokal gewollt. Ach, hätte ich mich nicht rumgetrieben, dann wär mir viel erspart geblieben. Mann, 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 sind wir schon seit 25 Jahren am Meer verheiratet. Geh mal schön zur Arbeit, bring artig das Geld nach Hause. Habe kaum Hobbys, keine Laster, keine Freunde, nur dieses kleine Fernglas. Also, ich trink mein drittes Bier und bin fast vor Schreck weg. Denn plötzlich fragt mich jemand, ob ich nicht der kleine Bär wär, der jede Nacht durchs Fenster gegenüber blickt, was ich bestimmt nicht checkt. Ich frag sie, ob ihr nicht ein klitzekleines Gläschen Sekt schmeckt und sag ihr, Mädchen, mich macht deine Abendshow. Sie sagte prompt, ich zieh auch die Gardinen zu, denn heute guckt kein Spannend zu. Daran ist nur die Frau von gegenüber schuld, denn ich habe ja nach Haus gewollt. Ach, wär ich doch nach Haus gegangen, dann hätte ich mir nichts eingefangen. Also ich als Mann, hab ich mich so erschaffen, bitteschön. Da sind doch Dinge in mir, für die ich nichts kann. Wir sind doch nun mal primitive Exemplare, aber irgendwie glücklich, oder? Ja, also jetzt. Ich weiß nicht, wo und wie sie später meine Hand fand. Denn es fing an, dass sie mir erst ihr kleines Knie lieh. Doch irgendwann, dann kam für mich dann das Blackout, als ob dich Klitschko haut. Ich war dann auch schon bald mein gesamtes Moos los. Mein schwerer Kopf kam nicht mehr von ihrem Schoß los. Und nun kreist vor mir unser Haustürschlüssel noch. Marie, so hör mich doch. Daran bist nur die Frau von gegenüber schuld.